Freunde, jetzt zeige ich euch, was ein Saugerroboter für nur 100 Euro alles kann. Schau, was drin ist. Ich werde alles nehmen, was in der Kiste ist. Dies ist die Konfiguration meines Roboters. Die zeigen, wofür sie sind. So, was sehen wir? So, dies ist ein Behälter zum Sammeln von Staub und Schmutz in meinem Haus, der wie ein Ex saugt. Daran ist nichts Interessantes. Kannst du es dir vorstellen? Und hier ist der Wasserbehälter. Ja, diese Hülle weist euch, wie man Boden putzen. Vergiss du nicht, ihre Bodenbürste zu wechseln. Beobachten Sie, wie es gemacht wird. Dieses Ding wird benötigt, damit du es dort platzieren kannst, wo dein Roboter nicht passieren dürfte, wenn in deinem Haus kein Türen gibt. Es gibt euch solche Sachen. Die sind so gewachsen. Das ist ein Filter. Und diese, ich weiß nicht, wie er heißt. Und eine Lappen. Und hier ist so ein großer Haufen Verpackung. Ich habe ganz vergessen. Es gibt eine Robo-Bedeutung und eine Bürste zum Reinigen des Filters. Nicht vergessen, Kanal